Hi, ich bin der Günther, ich bin der Streamerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, die YouTuber-Story. Wir sind im DLC-Game. Wir sind wirklich sehr nah am Ende und wurden in eine seltsame Welt gebracht von Hansa. Ey, oh mein Gott! Jetzt, wo er es gerade sagt, der YouTube-Kanal von Günther aus der Dönerbude. Das sind, jetzt erkenne ich die Bilder! Das sind Titelbilder aus von alten Stein, alten Videos. Von mir. Da steht ja auch immer so klein die Zeit. Das sind ganz, ganz, ganz alte, glaube ich. Das war nicht mein Reloaded von Mario Bros. U, denke ich. Oh, das ist es. Nice. Der YouTube-Kanal von Günther aus der Hörbude, dieser Idiot Mark, dachte ernsthaft. Ich sei aus dem Weg, nur weil mich Pokéfins aus dem Fenster geschmissen. Doch durch diesen Kopfschaden ist mir aufgefallen, dass die dunkle Macht noch in der Welt ist. Und ich werde sie finden und benutzen, um mich am allen zu rächen. Nein? Das ist mein Kanal! Wie bist du hergekommen? Als hätte ich da eine Ahnung. Weißt du überhaupt, wo meine Partner sind? Verpiss dich. Lass nicht zu, dass du meinen Plan vereitelst. Oh, Battle. Mal wieder gegen Hansa. Und warum hat Günther den Sprite von Fragezeichen, man? Oh Gott, 1 gegen 5. Das sieht nicht nett aus. Okay, und dann kommt Level 4. Damit kann ich sehr gut leben. Aber dass ich nicht geheilt bin, weil ich konnte mich nicht bewegen. Ach, ich glaube, irgendwie der Plan war, dass ich mich noch bewegen kann zur Statue und zum Hinlauf. Konnte ich aber nicht. Bist du vielleicht etwas stärker als das erste Pokémon? Macht nichts, solange du Level 4 bist. Ja, wenn die alle so low level sind, dann wird der Kampf kein Problem. Oh, es ist höher gelevelt. Da brauche ich ja sogar eine Aquaknarre. Ich glaube, das Ding wäre auch an einem Biss krepiert. Gekabor, oh nein, das ist sehr effektiv gegen mich. Sag mal, Hansa, der allererste Kampf gegen dich war schwerer. Okay, da hatte ich halt auch schlechtere Pokémon. Level 1! Sag mal, ich bin hier im DLC und nicht in den ersten 5 Spielminuten. Nein, mein Plan. Niemand übernimmt meinen Channel. Verpiss dich, du hältst uns nicht auf. Der ist verdammt schnell weg. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Fragezeichen, man, was soll ich hier? Ich bin auf meinem Kanal! Das ist ja mal so geil! Alter, einfach diese ganzen alten Titelbilder von mir. Boah, ich fühle das. Und da oben ist eine Treppe reingequetscht. Bisschen schwer zu sehen, aber hier. Alter, das ist so cool. Und noch mehr Thumbnails. Ich sehe hier vor allem viel Minecraft gerade. Oh, da ist ein altes Mario-Fußball-Video. Ich hab dich, Günther. Na, okay, da bist du ja. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Günther, wieso greifst du mich an? Ah ja, der greift mich an mit den Worten, warum greifst du mich an? Das ist ja wie wenn man mit Lord Ecke Mörder spielt. Wenn er so auf mich zurennt, ey, geh weg, du bist Mörder, der rennt voll auf mich zu. Hol ich meinen Detektivbogen raus, schieß ihn in die Fresse. Die Musik fühle ich aber wieder. Bloß der Kampf wird vermutlich nicht so schwer. Wer hätte das gedacht? Oh, Eiszahn, das ist schön. Das war nicht schwer. Was ist das Problem? Ja, das fragst du mich. Währenddessen irgendwo anders. Endlich sind wir Günther losgeworden. Danke, Lord Ecke.
der durch den Skript von dir kontrolliert wurde, dunkle Macht. Olaf, ich kontrolliere Lord Ecke nicht, was? Wir müssen schnell weiter, Günther. Was zum? Anders liegen noch, als ich sagte, dass du mich böse gemacht hättest. Ich hab mich verlesen, eigentlich. Ja! Es ist genauso und nicht anders! Ja! Eigentlich hätte die dunkle Macht mich kontrollieren sollen, aber mein menschlicher Geist war zu stark. Das heißt, dass mich angegriffen, das ergibt immer noch keinen Sinn. Egal. Warum bist du jetzt Mensch? Weil. Das beantworte ich. Günther. Olaf. Beweg dich aus meinem Weg. Oh, Smash Bros. Brawl. Bowser, der uralte Minister Link. Mario Maker 1. Alter. Diese ganzen alten Videos von mir. Olaf, Günther, Olaf, Günther. Olaf. Lord Ecke. Können wir jetzt los? Günther, du hast diese Geschichte mit Lord Ecke geschrieben. Wir hatten einen echten Lord Ecke in deiner Welt. Deswegen taucht der echte Lord Ecke in der Menschenwelt auf. Nur weil, nur Menschen, mit denen du verbunden bist, können wir hier sein. Wie ich, weil du es verleugnest, so nicht. Ich bin ja nicht dein Vater, wir wissen das. Bruder? Ich hab mich der dunklen Macht angeschlossen. Komm, wir herrschen gemeinsam über das Pokémon-Universum. Was ist mit Olaf los? Bist du bekifft? Weißt du, was das letzte Mal passiert ist, als du dich der dunklen Macht angeschlossen hast? Das hattest du so geschrieben. Ich hab das nicht. Das war Fragezeichen, man. Wer? Egal, ich werde nicht mehr in deinem Schatten stehen. Das Film ist Kierens Film von Super Mistbuder. Der Fragezeichen weiß, was ich. Der Fragezeichen kennt mich. So, Olaf will wieder kämpfen. Es gibt nur einen Punkt. Ich glaube irgendwie nicht, dass er dieses Mal gewinnt. Bisher waren die Kämpfe in diesem DLC tatsächlich nicht so schwer. Warum habe ich keine Chance? Du bist nur ein Kanimani. Ein Kanimani. 8 Level über dir mit Eiszahn. Olaf rennt weg. Sag mal, ist der Typ dumm? Fragezeichen, man! Nicht so schnell, du bist. Ich bin nicht verletzt von dem Kampf. Er hat mich einmal angegriffen. Aber ich muss Olaf einholen. Selbst wenn du ihn einholst, wäre das keine Chance. Am besten ruh dich erstmal aus. Dann machen wir uns weiter. Nein. Ich bin, wie gesagt, kein bisschen verletzt, aber. Du hast mich mit einem Ruckzucki angegriffen. Olaf, überhaupt nicht. Das ist natürlich sehr krass. Alter, Pokémon Trainer Link. Mein 10-Abo-Special Online-Kämpfen. Alter, ich fühl gerade. Ja. Ich glaube, manche von euch wundert sich jetzt, woher kenne ich noch so viele alte Thumbnails? Dieses krass blaue da sagt mir aber gerade nix. Warum die zur dunkle Macht, Sans? Ich hab mich verirrt in einem Dimensionsriss mit einem Rione und einem Vulpix. Und, eigentlich soll es Rionen schuld sein. Megalovania, Pokémon, ach, den kenne ich. Und dass das Pokémon mit Lord Ecke verwechselt. Naja, war angeblich ein Mensch, deswegen. Halt alle Menschen weg, sag mal, Sans. Günther, Lord Ecke haut ab. Wir haben ihn schon mal besiegt. Okay. Also, Rematch gegen Sans.
Ich glaube, hier sollte Megalovania spielen, aber... Ich will nichts sagen, aber dieser Kampf wird wieder einmal einfach. Ja. Das war das Karma. Das ist, ich verfehle zweimal Folge und der Kampf ist trotzdem easy. Also, was bisher hier fehlt an dem DLC ist Schwierigkeit. Alter. Aber irgendwie muss ich sagen, auch wenn ich hier die ganze Zeit sage, das ist zu einfach. Das ist es wirklich, das ist zu einfach. Da kommt noch was. Ich habe das Gefühl, da kommt noch was. Also das eine ist irgendein Minecraft-Video, weiß aber nicht mehr welches, das blaue. Aber das oben, wo das blaue so komplett seltsam ist. Mario 3D World habe ich nix gespielt, oder? Ich will mal kurz angucken. Ach nein, das ist Eiswelt, Mario Bros. Denk nicht, dass das alles war. Ich bin Sans. Ich komm wieder. Die dunkle Macht hat sicher eine Idee. Alter, Sans auch. Der will nur nach Hause. Ich dachte, es wären alle nach Hause gekommen. Da wären zurück in ihren Welten dank Missing No. Er hat nur die Menschen zurückgeschickt. Sans ist kein Mensch. Wo kommt dieser Samen her? Das heißt, Sans wurde nur durch Missing No hergebracht. Reptile auch irgendwie, aber Missing No hat sie zerstört. Und dadurch wurde er dann dieser Sam? Wir müssen weitermachen. Was zur Hölle? Ihr seid nervig. Aber ich gebe nicht auf, ich werde mich an euch allen rächen, indem ich mich mit der dunklen Macht verbünde. Wir gehen nicht so schnell auf, schließlich haben wir dich schon mal besiegt. Ja, aber ich bin krasser. Das haben die anderen auch gesagt. Und das waren alles Waschlappen. Ihr werdet verlieren. Okay, Darkrai. Zwei Pokémon. Dann sehen wir mal, ob du wirklich so stark bist, wie du sagst. Oder genauso ein Keck wie all die anderen. Er lebt! Das ist schön für dich. Er ist genauso schlecht. Sag mal, Darkrai, ich dachte, du wärst ernst zu nehmen. Ah, verglitschtes Darkrai kommt noch. Ah, mir gefällt halt nicht, dass meine Hydropumpe blockiert ist. Okay, ich glaube, das ist der erste Gegner, der tatsächlich nicht so bad sein dürfte. Nein! 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 Was? Nein! Es tut mir leid! Ich will das gar nicht! Ich will das nicht! Es tut mir leid! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Was? Wirklich, es tut mir gerade leid! Es kann nicht sein, was? Was? Also, es kann keiner was sagen, aber im Moment, wenn der Gegner mal nicht schwach ist, dann kickt man RNG so rein, wie... Ich frag mich das gerade auch, einfach nur, wie... Alter...
Warum kann ich euch nicht besiegen? Ich bin als Böse geboren. Das ist halt, oh mein Gott, Alter. Das ist genau die Persönlichkeit, die Darker in der Walrus-Edition nicht hat. Warum versteht ihr das nicht? Und er verpisst sich. Dachte, er hätte sich alle Knochen gebrochen. Aber, ist er einfach, weil er ein Geist ist? Er wurde im Pokémon-Zentrum. Wir sollten uns beeilen. Warte mal, wenn wir uns jetzt beeilen, laufen wir doch genau in seinen Plan. Was? Sie sind alle zur dunklen Macht gelaufen. Es sind alle Gegner, die wir schon rausgefordert haben. Ja, aber was sollen wir tun? Gute Frage, auf jeden Fall uns gut vorbereiten. Ganz wichtig. Mogitino! Oh mein Gott! Mogitino! Hier gibt's Cola. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Hier steht Mogitino und verkauft Items? Und ich hoffe, das soll jetzt kein Zeichen an mich sein. Dass es hier Sonderbonbons gibt, macht mir echt Angst. Moment. Vor allem, warum habe ich die jetzt gekauft? Ich werde sie nicht nutzen können. Ich kann mein Inventar nicht öffnen. Alter, aber ich sag's, wie es ist. Mir tut das selber weh, wie lucky ich gerade war. Die Welt ist nicht perfekt genug. Sie kann nur mit der dunklen Macht perfekt werden. Eigentlich würde ich fragen, wer du bist, aber es ist mir egal. Ich habe eine interessante Hintergrundgeschichte. Ist mir dümmer. Kämpfen wir einfach. Keine Sorge, diesmal helfe ich auch mit. Jetzt kommen einfach alle nach und nach. Wisst ihr, was das Tollste... Fuck. Ich wollte gerade sagen, wisst ihr, was das Tollste ist? Der wird Level 15 sein, der auf Speed und One-Shotten mit Biss. Der ist auf 26. Das könnte jetzt der erste schwierige Gegner werden. Ja, den hatte irgendwie jedes Pokémon. Okay, wir haben den ersten wirklich, ich meine, wir werden trotzdem locker gewinnen durch das. Aber das ist der erste Gegner, der nicht wirklich komplett chancenlos ist. Und dann nutzt. Na warte ihr, werdet es bereuen, haha. Du bist gemein! Warst du nicht ein bisschen hart zu ihm? Der hält das aus. Hey, Mogitino schon wieder. Eben, nicht nochmal. Also, dieser DLC ist bisher... Die Gegner sind großteils relativ einfach. Die einzigen zwei, sag ich mal, gegen das können, flieht der eine. Der andere kriegt in der ersten Runde einen Freeze und taucht nicht wieder auf. Oh, mein Zeichentrickfilm. Und meine Kraft. Ich wollte gerade sagen, wie weit ist es noch? Aber ich glaube, das sagt vieles. Günther, du bist genau in meine Falle getappt. Wieso existieren Hansa und Darkrai zur selben Zeit? Dachtest du echt, ich wäre Darkrai? Ja. Was? Er ist eine eigene Person. Wir haben uns nur manchmal einen Körper geteilt, um euch zu verarschen. einfach das, was Lord Ecke sagt, übernehme auch ich. Das war der einzige Weg, meinen ultimativen Plan in die Tat umzusetzen. Ah ja. Das Labor, in dem ich gearbeitet habe, hat sich um das Ziel gesetzt, das Unmögliche wahr werden zu lassen und Menschen verlorene Erinnerungen zurückzugeben. Aber ich sah etwas völlig anderes in diesem Ding. Eine Welt zu erschaffen, allein nach meiner Vorstellung. Doch ich brauchte Testkandidaten, also nahm ich Franz. Steckte ihn in die Maschine und zu meiner Überraschung war er nicht nur davon überzeugt, einen Sohn zu haben. Nein, er hat auch wirklich angefangen zu existieren. Also wusste ich, was ich tun muss. Niemand sollte hier erfahren, was ich vorhabe. Also schickte ich ein paar Laborhilfen an und tötete den Rest. Doch nun muss jemand anderes für mich halten, um sicherzustellen, dass mich niemand aufhält. Also in einer Zeit, in der Menschen und Pokémon-Welt noch gar nicht miteinander existiert hatten. Menschen schrieben Fanfiction, doch niemand wusste, dass diese Fanfiction zu Leben erweckt werden.
bis zu diesem Zeitpunkt, alles war so perfekt, bis eines Tages das Unglück anbrach. Yay, Pokémon Go! Das kennen wir doch, die Szene. Hansa ließ den Sturm los, um die Person ruhig zu stellen, damit der Typ da genau das tut, der Franz. Aber nicht nur, dass ich konnte ja nicht unauffällig sein, ohne entdeckt zu werden. Das ist der seltsamste Satz, den ich je gehört habe. Ich kann ja nicht unauffällig sein, ohne entdeckt zu werden. Schließlich konnte ich mich in die Welt von Fragezeichen dann einschleusen, um ein Motiv zu nehmen, die Welt zu retten. Warte, warum wolltest du das Fragezeichen, wenn die Welt vor Franz rettet? Damit mich niemand mehr als Gefahr sieht. Deswegen habe ich mich auch bei der Liga der Nobs einfach besiegen lassen. Das heißt, du hast das getan, damit dich niemand aufhalten kann? Und warum glaubst du, dass wir das nicht können? Ich habe alle eure Daten, weil ich glaube, ihr habt den ultimativen Albtraum von Günther erstellt. Ich verstehe den großen Gag dahinter jetzt erst. Wer das Movie Destiny Let's Play gesagt weiß, ich habe mich so über Sinister Woods aufgeregt, wenn man so oft hin muss. Und deswegen, mein ultimativer Albtraum ist Sinister. Oh Gott. Alter. Aber wenn du Günther tötest, werden alle Welten vernichtet. Nee, ich habe mir eine Sicherheitskopie erstellt. Macht euch auf euer Ende gefasst. Schließlich gibt's hier keinen Kommen. So, das ist jetzt ein großes Battle. Und ich rechne auch mit einem schweren. 6 Pokémon. Okay, ich glaube, jetzt wird's abgehen. Olaf wird aber keine Challenge sein. Und die Musik ballert. Die Musik denn. Okay, 6 Pokémon. Das wird wahrscheinlich der letzte große Hansa-Kampf. Es wird vermutlich noch was danach kommen, aber Hansa wird vermutlich sein letztes Battle hier haben. Du, Gönig? Ist das der Duden? Wenn es jetzt wirklich ein Kanimani in irgendeiner Form ist, ist natürlich dieser Samen hier der Pick. Ah, dunkler Günther. Ekelhaft. Oh mein Gott. Ah. Okay. Dann machen wir eben echter gegen falscher Günther. Was jetzt natürlich die Frage ist. Kann er einfach eine Feuerattacke oder ist er vielleicht sogar ein Feuertyp? Oh Gott. Was? Er ist ein Wassertyp. Der Crit! Der Crit! Dieser Typ hat dasselbe Moveset wie Sora. Ich glaube, das ist schon fast der stärkste Gegner. Hat irgendwer eine... Doch wirklich, hat Rückzug, hieb nicht. Also, laut Ecke. Wir haben Günther verloren. Oh, jetzt weiß ich auch, warum man so gut noch Item... Was? Als ob das so wenig macht. Dieses Viech ist fucking broken. Dieses Moveset halt, was schon Sora hatte. Ja, das habe ich mir gedacht, dass er gegen Latias nicht sehr effektives hat. Das
werde ich in meinem zweiten Versuch, den ich sowas von brauchen muss, nutzen müssen. Ich werde das nie im Leben first tryen. Deoxys, was habe ich da noch groß gegen? Was kann denn Floyd? Nicht so viel, aber Hydropen kann nicht mehr. Und Psycho gegen Psycho ist wirklich nicht das Matchup, das ich haben will. Ich werde das nicht schaffen, hier fast try. Ich darf Günther nicht. Aha, Nyxasma hat. Nyxasma. Der Kerl hat Level verloren. Ich darf Günther nicht gegen den dunklen Günther verlieren. Ich will schneller werden als er. Natürlich. Ich will schneller werden als er. Und versuchen mit Flank dann ein bisschen hier noch zu carryen. Was? Der ist immer noch schneller. Crit. Crit und dreifacher Speedboost. Das Problem ist, ich werde kaum heilen können. Die Gegner werden den Damage, den ich hochheilen würde, in einem Hit wieder machen. Oh Gott, dieser Kampf. Ich hab's aber auch gesagt, es war bisher zu einfach. Da musste noch was Dickes kommen. Boah, aber die Erfahrung. Die Erfahrung, oh mein Gott. Sans. Hydropie, komm raus. Wen kann er danach noch haben? Wen hatten wir schon? Darkrai und Glitch Darkrai wären vermutlich die letzten beiden. Sans ist schneller und mit Silberblick. Hydropie ist schwach, Punkt. Hydropie ist schwach. Und diese Attacke. Was? Was? Ich wollte gerade sagen, wegen dieser Attacke darf ich nicht auf Floyd wechseln. Das Problem ist auch, dass sein ganzer Speedboost jetzt weg ist. Aber das One-Hitted Hydropie. Ich habe ein Riesenproblem. Okay, Latias outspeedet zumindest. Was hat dieser Kerl für ein Damage-Output? Es wird nichts bringen. Aber ich muss es so versuchen. Sobald er einmal Flank angreift, ist er raus. Ach, schade. Ich wusste nicht genau, wie lange der Wunschtraum braucht. Ich habe gehofft, er wirkt vielleicht schon. Dieser Kampf ist ja mal so crazy. Und das ist erst das vierte Pokémon, wenn ich richtig zähle. Es wird nichts töten. Es wird nichts töten. Ja, Knochenkeule, tschüss, das war's. Oh Gott! Was? Und jetzt ist es die falsche Musik. So. Musik brauche ich nicht.
Ich brauche Konzentration. Und wenn der Dinger so auf die Ohren drücken, geht das schwer. Ich hoffe, ihr hört mich noch relativ normal. Ja, okay, dieses Mal, dass Olaf keinen Hit kriegt, ist schon mal wichtig. Ich will das nicht wie bei Ash machen und den Part jetzt beenden. Ich werde hier erst beenden. Okay, wir legen direkt. Es war wirklich keine glorreiche Taktik, aber es war eine sehr gute, da kann mir keiner was sagen. Hier auf Dauer hat Latias damit gut aufgeräumt. Und jetzt habe ich Günther noch. Anstatt 3 Pokémon zu verlieren, habe ich 1 mit paralysiert und 10 HP weniger, sonst alle voll. Günther ist wirklich der Hard-Carry in dem Kampf. Der muss nur schaffen. Dioxys outspeedet offensichtlich so ziemlich alles. Oh, Nachtnebel. Das ist nicht sympathisch. Jawohl, One-Hit. Komm, ich bin optimistisch. Dieses Mal können wir das schaffen. Das Gameplay gegen den dunklen Günther war dieses Mal wirklich deutlich besser. Und das gibt halt so viel Erfahrung. Jetzt kommt Sans. Wenn ich eine Hydro-Pumpe lande, ist der raus. Ich outspeede. Jawohl. Komm. Letztes Mal waren wir an dieser Stelle raus. Dieses Mal haben wir noch fast alle. Dieser Kampf, Alter. Ich hab nix sehr Effektives gegen den. Oh Gott, der ist gleich einiges höher. Wenn der einen Boost kriegt. Er kriegt einen Crit. Ganz schwach von ihm. Sehr schön, dass ich gewechselt habe. Komm. Sieht nicht schlecht aus. Es sieht absolut nicht schlecht aus. Wir sind super dabei. Ja, ich habe schon Feedback bekommen. Fragezeichen, mein Lieber, dann bist du... Weil die Folge gegen Ash so toll, weil diese Vulpix? Okay, das verändert alles. Ich dachte, jetzt kommt Glitch-Darkrai. Dann ist doch die Folge gegen Ash so cool, weil der Kampf so spannend war. Da müsste mir das mir doch auch gefallen. Nur dieses letzte Pokémon wäre das Glitch-Darkrai gewesen, wäre es deutlich schwerer. Und jetzt, wo ich wusste, wie ich kämpfen muss,
habe ich kaum Schaden genommen. Günther hat irgendwie 30 Leben verloren, Latias 10. Damit bist du erledigt. Nein, Ash nutzt die Sicherheitskopie der dunklen Macht und ab in Günther. Was? Ein Jahr in der Zukunft. Das ist gerade sehr random. Aber was passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Ich muss mich erstmal erholen. Wenn dieser DLC noch schwerer wird. Oh, Junge. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.